Hallo Nephalem und herzlich willkommen zurück hier in. Ich hasse es. In Neu-Tristram. Auf Twitter habt ihr mir geschrieben: Hey Mike, du alter horadischer Würfelsammelprofi, zeig mal deine Würfel und zeig mal, was drin ist. Nein, das habt ihr natürlich nicht, weil mir ja keiner auf Twitter folgt. Aber ich habe mir gedacht, ich hätte gern einen neuen, schöneren Prunkring in Prunkring. Prunkring. Ring des königlichen Prunks. Prunkring in Uralt. Und zwar und in Schön. So. Und da habe ich mir gedacht, bist ja nicht doof, such mal ein bisschen nach diesen horadischen Würfeln. Also mach Bounties und sammel die. Das habe ich gemacht. Und wir werden jetzt mal gucken, was da so drin ist. Ich wollte das eigentlich zu einem späteren Zeitpunkt machen, aber wie man sieht, ist dieses eine komplette. Oh Gott. Also wie man sieht, ist dieses eine komplette Fach hier voll. Und das geht mir auf die Nerven und deswegen gucken wir jetzt mal, was da so drin ist. Und vielleicht habe ich ja auch das ganz dolle große Glück, dass ich noch irgendwas Legendäres, Rüstungsmäßiges finde, dass ich mich verbessern kann. So, das hier wird also praktisch diese 7, 3, 6, 3, 6, 7. Diese 7 werden also die letzten tollen, schönen 7 sein, die mir hoffentlich irgendwas Cooles zeigen. So. Ich fange jetzt einfach mal wild an, darauf rumzuklicken und hoffe, dass irgendwas Cooles dabei rumkommt. Ja. Jetzt ist das Ganze doch. Warum liegt das alles auf einer Stelle? Ich kann nichts mehr aufheben. Okay. So, den ganzen gelben und blauen Quatsch, den gucken wir uns gar nicht erst an. Der wird direkt erstmal zerlegt. Jetzt habe ich wieder Platz. Weiter geht's. Da sind auf jeden Fall schon mal ein paar Ringe. Ringe bei gewesen. Überlastet. Wollen wir doch mal hoffen, dass wir. Also der Prunkring ist hundertprozentig auf jeden Fall dabei. Die Frage ist, ist der auch gut? Jetzt sammle ich erstmal alles ein, was drumherum um diesen einen. Ich kann nicht mehr tragen. Was für, du kannst nicht mehr. Streng dich mal ein bisschen an. Oh, da liegt was Grünes bei. Oh. Okay, ja. Wenn ich da draufklicke und sage, zerleg das, dann meine ich das auch wirklich. Was zum Teufel? Dann meine ich das auch wirklich ernst. Ich kann nichts mehr aufheben. Das hier ist von dem, von diesem irgendwas der Erde. Langsam, habe ich keinen Platz mehr. Ist das hier nur noch gelb oder was ist das? Ich kann nicht mehr Ich tragen. kann nicht mehr tragen. Zwei Schulterschutz sind da noch drin. Okay. Okay. Schulterschutz 1, Schulterschutz 2. Und der Rest ist gelber Klüngel. Kann Ich das bin sein? überlastet. Okay, der ganze gelbe Kram interessiert mich jetzt nicht. So, diesen ganzen Kladderadatsch. Ja, den werde ich jetzt erstmal mit Kanes Chronik identifizieren. Oh, wollen wir hoffen? Oh Gott. Und dann wollen wir hoffen, dass da irgendwas Cooles drin ist. So, was ist das hier?
Wenn ihr tödlichen Schaden erleidet, besteht eine Chance, dass ihr statt zu sterben auf 25% aus maximalem Lebensgehalt werdet und Gegner in der Nähe von Furcht erfüllt fliehen. Nö. Komm her. Brauche ich nicht. Ja, richtig. Weg. Weg, 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 weg. Weg, da haben wir es nochmal. Gut. So. Was ist das? Blutrünstige Unterarmschienen. Wenn ihr getroffen werdet, besteht eine Chance, dass ihr Gegner in der Nähe 1000% eures Dornenschaden zufügt. Habe ich die Dinger in Uralt? Da sind sie in Uralt. Die restlichen sind alle legendär. Ich weiß, dass ich die Dinger noch nie aufgehoben habe. Was haben wir denn hier? Feuerfertigkeiten verursachen mehr Schaden. Stärke. Stärke ist Mini-Wert. Dafür ist Vitalität fast ganz oben. Feuerfertigkeiten ist fast Max und Kritscher. Ach komm, was soll ich damit? Weg damit. So. Ach verdammt. Was haben wir denn? Das ist normaler Schulterschutz. Jetzt muss ich mal eben gucken. Die Gipfel der Erde. Hatte ich die nicht schon in Uralt? Ne. Gut, was haben wir denn hier? Der hat... Wert 81 Stärke, 484. Keine Vitalität. Aber Widerstände. Reduziert Abklingzeit. Neuschaden von Erdbeben. Gut. Dieser hier erhöht nicht Schaden von Erdbeben. Kann ich aber reinzaubern in regeneriert. Ja, komm. Behalte ich die alten, die neuen. Werden zermatscht. Was haben wir da? Was ist das hier? Wenn ihr 10 Gegner getötet habt, setzt ihr eine Gift-Nova frei, die Gegnern innerhalb von 30 Metern 1000 bla 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 Waffenschaden. Ah ja, okay. Legendär, 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 legendär. Gut, jetzt gilt es rauszubekommen, welcher... Ey. Welcher davon jetzt der bessere ist. Also. Der hier macht auf jeden Fall schon mal am wenigsten Minus. Warum? Der hat bla 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 minus 8% Schaden. 1050 bis 1300. Der hat 1100 bis 8% Schaden. 653 Stärke. Weniger Vitalität. Ja. Der hat auch sowieso hier mehr Schaden. Gut, der kommt schon mal weg hier. 1126, 1200. Weg. 1000, der hier ist interessant. 10% Schaden. Plus 709 Stärke, plus 650. Bisschen weniger Vitalität. Gut, da oben den Schaden kann ich höher zaubern. Der hat aber 2% mehr. Der hat mehr Stärke, mehr Vitalität. Und da unten mehr Stärke. Der kommt weg. Was haben wir hier? Wird ja immer besser. 729, 709. Der hat sogar mehr Vitalität. Aber weniger Schaden. Dafür sind alle anderen Werte höher. Nur der Schaden nicht. Okay. Ich weiß, was man da machen kann. Schaden. Nein. Nein. Wobei ein Sockel wahrscheinlich noch klüger wäre. Plus 9% Schaden, Batz. Ja gut, das ist aber trotzdem total dumm, weil ich da keinen Sockel drin... Da gibt es ja dieses eine lustige Teil. Wie heißt das nochmal?
dieses Dingens, Bummens, womit man einen Sockel da reinzaubert. Ramaldins Gabe oder sowas? Irgendwas mit Gabe und Ramaldins oder so. Ja, man merkt, ich bin voll pro. Voll pro bin ich. Gut, dann wollen wir uns jetzt als nächstes mal die Amulette angucken, ohne die Ringe zu berühren. Weil ich nämlich glaube... Weil ich nämlich glaube, dass die vielleicht cool sind. So, was haben wir hier? Uralt, das fängt schon mal gut an. Legendär, legendär, uralt. Ja. Weg. Weg. 947 Stärke, 930. Widerstand gegen alle Schadensarten, Vitalität. Kritische Trefferchance, 8,5 ist bei beiden gleich. Das ist nahe deines Masse, wenn 5 Skelettwächter, 6. Ah, das ist schwer. Das ist echt schwer. Die haben aber auch beide keinen Sockel. Ich könnte bei dem hier Widerstand gegen Schadensarten wegzaubern und Sockel. Oder 17% Leben wegzaubern und Sockel. Ach, ich weiß es nicht. Prozent Leben, ja, ich weiß jetzt nicht. Nein, der hier hat mehr. Scheiß auf den. Gut, weg damit. Das hebe ich auf. So, jetzt kommen wir zum interessanten Part. Legendär, 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 uralt. Okay. 636 Stärke. Ganz gut. Angriffsgeschwindigkeit kann man hochzaubern, theoretisch. Flächenschaden weg, Sockel drauf. Oder Leben pro Treffer weg, Sockel drauf. Der ist auf jeden Fall schon mal uralt. So, wie sind die anderen? 482 Stärke. Angriffsgeschwindigkeit, Ressourcenkosten, Leben pro Treffer. Der kann schon mal weg, weil der besser ist. Angriffsgeschwindigkeit mehr als der. Ja. Rüstung und was haben wir hier? Angriffsgeschwindigkeit. Ist ja schon ein bisschen schwer. Hatte ich nicht einen... Haben wir hier überhaupt einen drin, der... Ich hatte doch irgendwo einen uralten. Ja, wahrscheinlich trägt den irgendwer. 492 Stärke... Jetzt vergleichen wir den mal mit dem legendären hier. Also der hat auch keinen Sockel. Der hat 462 Stärke, der hat 600. Der hat Angriffsgeschwindigkeit 6. Der auch. Widerstand und Leben pro Treffer. Leben pro Treffer. 8, was soll's. Den uralten rein. Und den Rest weg. Hallo. So. Gut. Da gucken wir uns jetzt mal die letzten 7 an. In der Hoffnung, dass dieser ganze Farming-Quatsch nicht ganz umsonst war. Was quatsch du da? Jetzt sammeln wir erstmal diesen ganzen Kladderadatsch. Ja gut, hier ist nicht mal was Grünes bei. Oder? Nee, aber ein bisschen
Bisschen was Legendäres. Und Portalschlüssel ohne Ende. So, als allererstes den ganzen gelben Scheiß weg, damit wir hier mal ein bisschen Ordnung reinkriegen. Da sind auch schon wieder nur dieselben Sachen drin. Ich könnte kotzen. Gut, ich weiß ja jetzt schon mal, was ich nicht haben will. Will ich nicht haben, will ich nicht haben, will ich nicht haben, will ich nicht haben. So. Da habe ich gesagt, das will ich aufheben, ne? Hatte ich hier so ein Amulett? Nein. Hatte ich hier so ein Amulett? Nein. Hatte ich hier so ein Amulett? Wieso? Kritische Trefferchance, kritischer Trefferschaden. Gut, kann ich reinzaubern. Gut, ist auch Intelligenz. Hm. Aber trotz Intelligenz macht der weniger Schaden minus. Hm. 1370, wo ist der, den ich gerade hatte? Was ist hier jetzt anders? 1370, 1351. Leben pro Treffer hat er nicht. Hat direkt 9% Schaden. Der hat doch alles. Der hat alles mehr als der. Trotzdem hat der. Ja, ich könnte ja mal das hier, weil das hat ja Intelligenz, zu meinem Hexendoktor packen, dann kann ich das hier, weil es ja stärker hat, da rein tun. Ja, das hat ja Spaß gemacht. Das lief irgendwie nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich werde auf jeden Fall öfter nach diesen Würfeln suchen, weil ja hin und wieder doch schon mal so ein Z-Teil drin ist oder halt die Würfel da, die Ringe und so ein Ring in Uralt, der wäre schon echt ein bisschen toll. Wenn ihr das öfter sehen wollt, dass ich diese Würfel sammle und die alle auf einmal aufmache, auch wenn da jetzt gerade nur so Quatsch bei war, dann schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Das würde mich echt mal interessieren. Das war es jetzt auf jeden Fall erstmal für diesen horadrischen Würfelaufmach-Dingens. Bummens. Wenn euch das Format gefallen hat, dann schreibt mir doch einfach mal mit Hashtag Würfelflalafel. Ja, schreibt mir mit Hashtag Würfelflalafel und dann weiß ich, dass euch das Format gefallen hat. Oder gebt mir einfach einen Daumen. Wobei Hashtag Würfelflalafel wäre schon leicht. Würfel-Laflafel. Das würde ich dann echt feiern mit einem Hashtag Würfel-Laflafel. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Würfel-Laflafel, Würfel-Laflafel, Würfel-Laflafel. Ja, und damit haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Lasst euch nicht umbringen in Neutristram oder im Gasthaus zum geschlachteten Kalb. Also da verhungert ihr eher, weil hier steht nur so ein bisschen Brot.
Der Barkeeper ist schon lange weg und das Boot ist bestimmt steinhart. Oder schlecht. Also in dem Sinne, bis zum nächsten Mal.